Berlin. Am Rot sind die nicht interessiert, ne? Sind wir von Tahuata aufgebrochen zu den Tuamotu-Inseln. Das ist eine Gruppe von Atollen in Französisch-Polynesien, wie alle wissen. Und nach drei Tage und zwei Stunden unterwegs sind wir angekommen. Wir sind mehr oder weniger zeitgleich losgefahren mit zwei anderen Booten, die wir kennengelernt haben auf Tahuata. Einmal die Barracuda und die Venture Lady. Die haben wir während der Fahrt jetzt nicht gesehen. Wir hatten auch relativ schlechtes Wetter. Hat viel geregnet unterwegs, war viel Welle. War nicht so ganz spannend. Wir waren recht froh, dass Trampy das ziemlich gut alleine auch ohne uns hingekriegt hat. Wir haben zwischendurch nur mal die Segeleinstellung korrigiert, ein bisschen gerefft oder wieder Segel ausgelassen. Aber ansonsten hat das Boot das alles alleine gemacht. Naja, jedenfalls sind wir jetzt da. Wir sind hier von Tahuata losgefahren, wollten ursprünglich erst noch runter nach Fatuhiwa, aber mach mal kurz Radio aus. Der Wind kam von Südost, sodass wir den ziemlich auf der Nase hatten. Also haben wir uns dann entschieden, nee, das lassen wir sein, fahren wir lieber stattdessen runter zu den Tuamotus. Zwischendurch ist das Tablet mal abgestürzt, deswegen fehlt der Z-Track vorbei an den Inseln der Enttäuschung. Oder enttäuschenden Inseln. Ja, hier gab es mal eine kleine Bö, beziehungsweise den Squall, der uns da einmal überrascht hat. Ja, und jetzt sind wir kurz vorm Eingang nach Rayoa. Knappe 2,5 Meilen. Und werden jetzt, ist es aktuell 8.14 Uhr, allerdings müssen wir noch 2 Stunden hier ein bisschen rumzirkeln, weil aktuell das Wasser wohl so sehr aus dem Pass rausdrückt, dass man da nicht rein kann. Wenn man sich das mal anguckt, ist es auch verhältnismäßig eng. Ja, knappe 100 Meter hat man da zum Durchnavigieren. Und die anderen beiden Boote, die tummeln sich jetzt auch hier in der Nähe rum, warten auch auf diesen Tidenwechsel. Und wie sage ich immer, so wie die anderen machen, Mariet auch, kann ja nicht schlecht sein. Jedenfalls bin ich schon sehr gespannt, was uns da erwartet. Sieht ja so ein bisschen aus wie auf den San Blas, nur in groß und ein bisschen windiger. Ich gehe gleich mal kurz raus, das mal zu zeigen. Jetzt habe ich gerade versehentlich die Instrumente einmal ausgemacht und damit auch den Autopilot. Aber ist nichts passiert. So. Ja, wahrscheinlich sieht man mit der Aufnahme jetzt mal nur den Horizont. Das sind also die berühmten Tuamotus. Man sieht nichts von euch. Und ich sehe gerade auch nicht unser Boot. Da man jetzt beide Boote in Real Life wahrscheinlich auf der GoPro-Aufnahme nicht sehen kann, zeige ich es einmal auf dem IS. Ja. Da haben wir einmal die Barracuda. Ach doch, da sieht man auch das andere Boot. Die Barracuda auf Islay. Und hier haben wir noch Venture Lady. Hier sieht man noch mal die Einfahrt von dem Atoll, wo wir rein wollen. Und ich habe hier noch mal eine andere Aufnahme, wo
Google Maps. Google Maps hilft an der Stelle eigentlich super, damit man sich das nochmal wirklich besser vorstellen kann, wie das dann vor Ort aussieht. Also insgesamt sieht man eben halt hier schön das ringförmige Atoll. Das sind ungefähr 30 Kilometer oder 15, ich glaube 17 Seemeilen sind es. Das ist lang und hier befindet sich der einzige Eingang. Aktuell bläst der Wind nach wie vor von Südosten. Das heißt, eigentlich bläst es ja, ziemlich direkt durch den Eingang raus. Und wir fahren jetzt gerade hier lang vorbei und werden jetzt hier so ein bisschen zirkeln. Gucken wir uns das mal in der Nähe an. Hier auf der Seite sind es direkt 1000 irgendwas Meter tief und im Atoll haben wir dann so Wassertiefen von 15 Metern. Hier auf der Karte kann man es nochmal ganz gut erkennen an den Tiefenschattierungen. Die sind auf einmal sehr, sehr dicht beieinander. Heißt, es geht steil nach unten. Und aktuelle Tiefe sind 2200 Meter. Das hier ist ja der Eingang. Hier sieht man ein kleines Landefeld von einem Flughafen. André, du kannst mir sicherlich den IAI-Code dafür raussuchen. Hier gibt es wohl ein kleines Dorf. Und diese kleinen Punkte, das sind wohl alles Korallenriffe bzw. Untiefen, auf die man halt aufpassen muss. Was man hier auch auf der Aufnahme sehr schön sieht, ist das, ja, ich weiß nicht, ob das auf der Aufnahme rüberkommt, auf dem Video. Man sieht hier so eine geriffelte Struktur bei den Wellen, wogegen das hier relativ plan aussieht. Das heißt, hier baut sich so richtig die Windsee auf, glaube ich, wogegen das hier alles recht flach und wellenfrei sein müsste. Ja, wir sind gespannt. Oh, das stimmt auch mal. Da ist ein Halbhaus. Direkt vor uns, ein kleiner. Black Tip! Wer sind nur Fische? Eigentlich sind es erstmal nur Fische. Solange die so klein sind und eigentlich angenommen sind, ja, genau. Das sieht aus wie auf einer Postkarte. Das war geil. Ich hab schon
schon mal Frühstückssaft gefunden? Vielleicht geköpft. Ach, kann man das immer machen, ne? Ja. Guck mal, ich habe hier zwei Bojen von dem alten Perlenfarm. Sollen wir die nehmen statt unsere Fender? Oh, das ist gut. Dann muss die Ankerkette ja hier schwingen oder schweben lassen. Wie heißt das korrekt? Ja. Darf die auf dem Grund liegen. Es war relativ schwer, um die jetzt bis zum Ding zu schleppen. Ist da Wasser drin? Ein bisschen. Nicht viel. Aber gute Idee. Ist vielleicht besser als unsere Fender, die haben ja die Stoffbezüge noch. Ja, ist okay. Dann schleppe ich die mal bis zum Ding. Sehr gut. Eine Beute, zwei Bojen und meine Kokosnuss. Endlich. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Der Ausblick, die Landschaft, das ist sowas von pornös kitschig geil. Also, bleibt einem die Sprache weg. Das Einzige, was wir da die ganze Sache versaut, sind ein bisschen die Mücken, No-See-Ems und das Kropfzeug, was einem so anfällt, sobald man an Land ist. Aber das ist halt so. Aber die Landschaft. Ja, wie gesagt, Postkarte. Die gucken halt jetzt überall hier raus, deswegen ist es, ich glaube, bei Nacht Dingi fahren eine Kackidee, oder? Wir haben gestern Abend noch philosophiert, ob sie auf Raroa, also sprich auf den Tuamotus in der Anchorage, wo wir jetzt gerade sind, auch wieder so ein Cruisers-Net geben wird, wie auf Nukuhiva. Und natürlich Sailing Vessel Purgy, den wir ja auch schon von Nukuhiva kennen als Wortführer, der hat gerade über VHF 16 bekannt gegeben, dass in 5 Minuten auch wieder ein informelles Cruiser-Net stattfinden wird auf Kanal 68. Fand ich jetzt eigentlich ziemlich lustig, weil hier sind vielleicht eine Handvoll Boote und ja, sogar hier organisiert man sich, tauscht Informationen aus und wie so eine kleine Campingwagen-Community, die von Insel zu Insel zieht und man sieht immer wieder die gleichen Boote, die gleichen Namen, die gleichen Gesichter. Irgendwie so ein bisschen surreal, aber schön, super schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was es in 5 Minuten da an Neuigkeiten gibt. Anyway. It's a beaut day today, and I wanted to welcome to the Twin Palms Yacht Club Anchorage at the northeastern end of the Raroa Lagoon. Some new arrivals. We saw Venture Lady arrive, Barracuda, and Sea Tramp. Then we also haven't had a chat to Mirabella yet. But anyway, look, the new arrivals today, not all of us in the Anchorage are already here. I haven't had a chance yet to meet you, so I'm wondering whether you'd like to say hello, if you're listening in, that is. Please come now. Sea Tramp, good morning. Good morning, everybody. It's so lovely to see you all here again. It was very surprising coming in and seeing, we know this boat, we know that boat, we know them as well. That was very lovely to see you all safe and sound here, and I think it will be a marvelous time here on the Tuamotus. Well, welcome on making your trip, and would you just care to introduce yourself again for those that haven't yet met you in person? Ah, okay, yeah. This is Sailing Vessel Sea Tramp. We are 2 people on board, Nina and Mario. We are coming from Germany, German flag. And we arrived somewhere in beginning or end of April, beginning of May. We arrived on Nukuhiva after 40 days passage from Panama. And since then, we are chilling here in French Polynesia. And some of you we've already met and made new friends here. And now we're enjoying the time. Very good. Well, welcome Mario and Nia. Thank you so much. Anyone else listening who would care to introduce themselves? Barracuda. Barracuda, go. Yeah, good morning. Just
thought you might be interested to know a bit about the Twin Palms Yacht Club. It was established in 2019, so last year, in around about August by the boat Kapalmara, and the first two members were Perigee. That was Kapalmara's initiative to put up the sign, and the sign has been there almost a year now. And we've noticed since we've come back that there's been some improvements to the yacht club. There's now a net that can be used for volleyball or badminton if you happen to have either on board, and along with a nice little cocktail lounge with a cocktail table and a recent addition of a table lamp. Of course, there's no electricity. Also, you might like to know that there is a golf course. It's called the Crab Hole Golf Course. All the holes have a resident crab. And we're very grateful for any of your vegetable scraps. If you take them aboard ashore, they will be gone by the next morning. Also, the fish enjoy the small vegetable scraps. There's generally surgeon fish and shark suckers or remora under your boat.